Ich war das nicht. Miau, miau. Huch, blub, 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 dödödöp, dödödöp. Hinfort. Send your letter someday, send your letter someday, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserer kleinen Krähe. Ich habe vorhin beim Starten nur im Augenwinkel gesehen, es gab ein Update. Steuerung anpassen, F1. War das vorher schon? Ich weiß es nicht. Ja, wir lassen das. Wir kommen hier wieder raus. So, wie ging das Ganze hier? Start. Der Sound, laut, leise, ist so ein bisschen, aber naja. Mussten wir das machen? Ja, ZE spielen. Oder? Moment. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Doch, ist richtig. Oder? Ne, hier waren wir doch schon. Krähe? Ist immer noch in der... Doch, das hat... Moment. Überspringsteuerung. Das hatten wir schon. Wie komme ich denn hier wieder raus? Karte, 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 Karte. Das ist Brot. Doch, das hatten wir. Entschuldigung. Und lande. Ah, fast. Ja. Sorry, ich bin noch unkonzentriert. Zweiter Kaffee ist im Gange. Ich hätte einfach mal auf die Sternchen gucken können, ne? Oh, was haben wir denn hier? Fantasy. Einst waren die Krähen heilige Wächter des Reiches, die mit der Überbringung äußerst wichtiger Schriftrollen betraut waren. Ist das hier das Game of Thrones Level? Nee, warte. Ja, Tastenbelegung. Hm, ist meins. Fantasy. Erreiche das Fantasy Level. Oh, diesmal seht ihr sogar da... Moment. Die Völker von Hundlund und Katsunien befinden sich in einem endlosen Konflikt. Für sie kann es keinen Frieden geben, solange das andere Volk fortbesteht. Was? Oh. Was ist hier los? Hallo. Oh. Hey, du da. Endlich bist du wach. Sicherlich hast du schon von dem dunklen Schleier gehört, der über diesen Landen hängt. Wäre ich du, würde ich umkehren, okay? Solange deine Hände noch unbeschmutzt sind. Wenn du hier bleibst, findest du dich in einem Krieg wieder, noch bevor du dein morgendliches Ei gelegt hast. Ich bin noch zu klein dafür. Sei dir bewusst, dass es drei Möglichkeiten gibt, wie diese Geschichte enden kann. Wirklich jetzt? Wirst du alle Enden finden? Ich weiß es nicht. Die Musik ist schön, aber wieder sehr laut. Karte. Miau, miau. Katze hat Waren, wenn du Geld hast. Aber heute nicht. Diese verfluchten, verlotterten Halunken. Oh, eine Lichtgestalt in dieser verdammten Dunkelheit. Das Schicksal hat dich zu mir geführt. Jemand hat sich an meiner Kutsche zu schaffen gemacht und ich habe einen Brief, der den Katzenkönig erreichen muss. Bitte überbringe ihn für mich. Er darf nicht in die falschen Hände fallen. Katze, einen Brief an den König. Bring den Brief zum Katzenkönig. Woher weiß ich denn, wo der Katzenkönig ist? Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an, aber da oben sieht es nach Schloss aus. Das sieht nach Katsunien. Das sieht nach Katzenkönig aus. Miau. Miau. Ein Brief? Denkst du, ich hätte Zeit für sowas? Ich bin der König. Ich bin beschäftigt. Sehr beschäftigt. Außerdem kann ich gar nicht leben.
bringe ihn meinem königlichen Vorleser, der für alle königlichen Lesungen verantwortlich ist. Ich habe ihn in einen Turm an der Südwestküste untergebracht, weil er mich ehrlich gesagt ziemlich nervt. Südwest. Er ist ein ganz schöner Schwätzer und niemand mag Schwätzer, meine kleine Kurierfreundin. Nun denn, du bist mit einer königlichen Aufgabe gesegnet worden. Hinfort. Ich bin dafür, dass man heutzutage auch noch so spricht. Viel öfter. Bring den Brief zum Turm des königlichen Vorlesers im Südwesten der Karte. Es ist unlinks. Hier sind ganz schön viele Sachen. Moment, das ist aber nicht, ne? Nein, okay. Wie weit Südwesten denn? Oh Gott. Psst, kleine Krähe, uns ist zu Ohren gekommen, dass du Geheimnisse bei dir trägst, die für den Katzenkönig bestimmt sind. Im Nordwald befindet sich ein Lager. Bring den Brief dorthin, dann wird man dich großzügig entlohnen. Oh nein! Ich muss mich entscheiden. Kann ich hier rein? Nein. Hundlund Bauernhof? Oder was stand da? Nee, ich muss zu den Katzen halten. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich bin zwar eigentlich ein Hundemensch, aber wir haben ja halt eine Katze im Haus und die hat mich halt erobert. Ne? Nein, ich kann nicht. Königliche Kurierin, mein Herz ist zu gebrochen, um den Worten einen Sinn zu geben. Wirf deinen Brief vor die Türschwelle oder wohin auch immer. Ich bin die einzige Katze im ganzen Land, die lesen kann. Und daher bin ich mit dieser tiefen, verfluchten Einsamkeit geschlagen. Wenn es doch nur eine andere gäbe, mit der ich meine literarische Liebe teilen könnte. Doch leider gibt es eine solche Katze nicht und darum nicht mal eine andere Seele, die für mich schwärmt. Bavi. In der Gunst der Katze gestiegen. Okay, ich verstehe. Da unten das Herzchen. Wenn ich das in der Waage halte, dann gehe ich jetzt zu den Hunden. Ich versuche das mal. Die Katzen haben meinen verdammten Eimer geklaut. Ohne Eimer kann ich keine Farm bewirtschaften. Daran ist nicht zu drehen und zu deuteln. Die Pflanzen werden traurig, kleine Krähe. Wirst du einem Hundi helfen? Hole den Eimer aus Katzenmilch. Ach du Heiliger, wie soll ich denn da einen Eimer finden? Ah. Was ist mit diesem PC eigentlich im Moment los, dass andauernd diese Musik so ruckelt? Und ja, ich habe hier einen neuen PC stehen und nein, ich habe es noch nicht auf die Kette gekriegt, den in Betrieb zu nehmen. Aber ich habe bald Urlaub, ich bin voll entschlossen. Mir fehlt halt einfach nur Zeit und ich brauche einen Eimer. Das Sample ist kein Eimer. Das ist dein Eimer. Benutzt du den Eimer zum Bewässern der Pflanzen? Sich hier ein Würfel. Habe ich jetzt gemacht. Wo war denn der Hund? Aha. Aha. Hier? Ja, das macht nicht so viel Sinn, das leer zu machen, ne? Egal. Muss ja nicht nachfüllen. So einen Eimer hätte ich beim Gießen auch gerne. Ah,
die Pflanzen wachsen und gedeihen. Wir Hunde merken uns, wer unsere Freunde sind, sei gesegnet, Fremde. Die Hunde dieser Gegend werden dir für das Respekt zollen, was du für uns getan hast. Der Gunst der Hunde besteht. Kriege ich dafür was? Kann ich auch bitte einmal landen? Ach, guck mal, das geht ja auch. Ich helfe dir beim Ernten. Ist hier alles schon? Ne, da ist noch. Ich möchte bitte ein Achievement haben. Was soll das? Schmeiß ich jetzt halt hier alle raus. Irgendetwas übersehen. Na, geh mal nach da. Da ist noch eine drin. Ich hab da jetzt alle rausgeworfen. Nix. Das wird eine Frechheit. So, auf nach Katsunin. Ich nehme dich. Hallo. Miau. Die Hunde können nicht auf leeren Magen kämpfen. Finde eine Fackel und zünde ihr Karottenfeld an. Das habe ich gerade geerntet. Die Katzen dieser... Wie essen Hunde Karotten? Die Katzen dieser Stadt werden dich als Heldin feiern. Eine Fackel. Ich hoffe, ich erkenne die Fackel. Finde eine Fackel. Ich weiß, wo Pilze sind, aber nicht, wo eine Fackel ist. Blüpp. Das Fackel. Lass das mal los. Eieieieiei. Ist ja gut. Ich will das nicht. Es tut mir leid. Ich war das nicht. Okay. Ich gehe zu diesem Hundi. Ich kann nicht fassen, dass sie mich schon wieder zwingen, das Höhlenmonster zu füttern. Oh, guck mal, der hat Bücher, der kann lesen. Das Höhlenmonster? Redet er von der Katze? Ich will nur einen süßen Jungen, mit dem ich Bücher lesen kann. Ich weiß nicht, ob man euch zusammenführen sollte. So rein, naja, egal. Wir könnten uns über Bücher unterhalten und sehnsüchtig in die Augen schauen und dann noch mehr Bücher lesen. Aber das wird nie passieren, denn keiner der anderen Hunde kann lesen. Traurig. Ja. Ja, ist ja gut hier. Oh nein! Kann ich die jetzt noch essen? Wie kann ich... War das nicht... noch essen? Na... Das ist der Ton. Kann ich dich nicht befreien? Hm. Ich will da rein. Ja, ist ja gut. Kann ich. Ja, du hast mir jetzt keine Quest gegeben, so in dem Sinne, ne? Ahu. Mein Bäuchlein, ich glaube, ich habe Bauchweh. Das war's. Keine mitternächtlichen Friedhofsnacks mehr für mich. Ich werde wieder vegetarisch, diesmal wirklich. Au.
Finde ein gesundes Gemüse für das Höhlenmonster. Wie wär's mit einer verbrannten Karotte? Die ist quasi schon geröstet. Guck mal. Für mich? Kau, Knirsch, Mampf, Knirsch. Oh, es ist knusprig. Es ist orange. Es ist köstlich. Mein Bäuchlein tut nicht weh. Oh. Gut gemacht, du köstlicher kleiner Unhold. What? Die Hunde sind in Aufruhr. Die Zeit zum Gegenschlag ist gekommen. Stiehl ihr heiliges Banner, das im Nordwestlager hängt. Bring es her. Ohne das Banner, das ihnen Mut schenkt, werden sie diesen Kampf verlieren. Gott, noch ein bisschen schneller. Wuff, wuff. Wir müssen diesen Kasper die Krone vom Kopf reißen. Ohne sie wird ihn niemand mehr als König anerkennen und die Katzen werden das Weite suchen. Oh Gott, mir wird gleich schlicht hier. Bitte, es gibt noch eine andere Lösung. Oh, bring die Königskrone und das Hundebanner zu mir. Ah, das ist das eigentlich, was ich machen wollte, ne? Ohne ihre Machtsymbole werden sie erkennen, dass es überhaupt keinen Grund zum Kämpfen gibt. Ist das so? Wo ist denn mein Kaffee? Wo steckst du? Da ein Stück weiter rechts von mir? So. Habe heute einen Kokoskaffee. Bin noch nicht ganz überzeugt davon. Du bist das, ja? Was? Also. So, hast jetzt davon. Nun gut. Dann. Warte, Frieden? Bitte keinen Krieg. Wir machen Frieden. So. Hier. Ich bin ja schon da. Hurra, eine Welt ohne Könige. Und das Banner. Was passiert denn, wenn ich jetzt... Ach nee, wenn ich jetzt das Banner hole, dann ist ja... Oh nee, ist ja auch doof. Im Nordwesten, das ist zu sehr so, zu sehr Norden, oder? Das ist ein Banner, aber nicht das Banner, ne? Nee, der macht da noch, das ist das Banner, oder? Hoffe, ich kann danach noch die anderen Dinger machen. Da brennt meine Fackel im Wasser. Hier. Miau. Miau. Hurra, eine Welt ohne Nationen. Miau. Meine lieben Kreaturen, lasst uns diesen Wahnsinn beenden. Ja. Die einzige Hässlichkeit in diesem Tal ist unser gegenseitiger Hass aufeinander. Lasst uns dieses Tal gemeinsam pflegen und es zu einem wunderschönen Zuhause für all unsere Kinder machen. Ja, wäre das mal so einfach. Was zur Hölle? Gemeinsam erfinden Katzen und Hunde eine neue Anbaumethode, um köstlichere Nahrungsmittel zu produzieren. Ich glaube nicht, dass das klappt. Sie tauschen sich über ihre Kulturen aus und führen ein erfüllteres, freudvolleres Leben. Sie tanzen. Neue Freundschaften werden geschlossen und die Liebe erblüht. Endlich haben sie Frieden gefunden. Ah, ob die Liebe da erblühen muss, weiß ich ja nicht. Aber sie können ja zusammen lesen, da spricht ja nichts gegen.
Friedensstifter. Ich habe einen Ritterhelm. Das Ende. Ich will aber noch die anderen Sachen machen. Hätte ich das zuerst machen müssen? Moment. Wir machen das erst fertig, ne? Auch schon wieder. Ah. Nee, lass mir in Ruhe. Lass mir in Ruhe. Ich weiß schon, was du sagst. So. Ja, du willst den Brief? Ja. Speedrun. Ja. Wuff. Ja, alles doof. Alles Krieg hier. Hallo? Achso, ich muss das erst dem König bringen. Das sind die Hauptquest-Dinger, ne? Stopp. Miau. Ja. Miau. Ich möchte... Hier oben war noch... Die habe ich noch nicht gemacht gehabt vorhin. Miau. Miau. Uff, früher war ich auch ein Abenteurer, aber seit ich 30 wurde, streikt mein Rücken. Also 30 für eine Katze ist aber heftig. Sag mal, du siehst aus, als könntest du der nächste Hex-Krea sein. Die stärkste Waffe der Hunde gegen uns ist die sabbernde Bestie, die in einer Höhle an der Küste lebt. Als Gegenleistung für ihre Treue bringen sie dieser Kreatur kleine Leckerbissen zum Mampfen. Bringe stattdessen verdorbenen Fisch und vergifte die Bestie. Ich möchte das nicht. Das wird ihre Armee sicherlich schwächen und der Konflikt zu unseren Gunsten drehen. Wo kriege ich denn... Macht das mit einem verdorbenen Fisch vom Ufer krank? Ist doch kein Fisch. Fisch. Ich sehe keinen Fisch. Ich sehe immer noch keinen Fisch. Ich sehe Fisch. Er wollte vegetarisch werden, ne? Mein Bäuchlein, ich glaube, ich habe Bauchweh. Keine mitternachtlichen Snacks, bla. Hier, für mich. Kauknirsch, Mampfknirsch. Bäh, oh mein Gott, kotzt er uns gerade an. Kann ich hier reingehen? Nein. Guck mal, das sind Katzen auf Pferdchen. Ob sich da jemand angesprochen fühlt in meinen Kommentaren? Katzen auf Pferden. Ne? Wollte nur mal anmerken. So. Diese furchtbaren Köter haben unsere Straße zur Küste versperrt. Befreie die Straße von den Hundesoldaten. Ich habe gerade was anderes, okay. Dann werden sich die Katzen für immer an dich erinnern. Befreie die Straße. Okay. Muss ich ankacken? Ja. Kacke auf die Hundesoldaten, die den Weg zur Küste versperren. Zur Küste. Was ist die Küste? Die hier? Hallo?
ist noch ein Helm auf, der muss erst weg. Ja, das ging ja gut. So. Jetzt machen wir den hier oben. Und dann machen wir alle Hunde. Die Hunde können nicht auf leeren Magen kämpfen. Finde eine Fackel aus. Ja. Wo war denn die Fackel? Die war hier draußen, ne? Was ist denn, wenn ich die erste anfackel und dann gieße? Geh da. Ja. Kann ich damit auch andere Sachen anzünden? Nur mal so. Ja. Ne, wir machen keinen Gegenschlag. Hier. Achso, jetzt kann ich mit dir nicht mehr sprechen. Hä? Okay. Jetzt kann ich kein alternatives Ende mehr machen. Hier. Stiehl das... Huch! Um Gottes Willen. Stiehl das Banner. Hallo, ich muss noch mit dir reden. Oh. Diese ranzigen Katzenritter verkörpern die Tyrannei von Katsuni. Jemand sollte sie von ihrem dummen Pferden stoßen. Huch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Besiege die Hunde endgültig, still das Banner, bla bla. Kacke auf die berittenen Katzenritter, um sie herunterzuhauen. Okay, wo waren die Katzenritter? Waren hier nicht, waren hier drin, waren hier vor? Waren hier vor, ne? Die sind ganz schön fix. Muss erst wieder nachproduzieren, da aber doch. Plupp. Und noch einmal. Komm her. Dip. Ja, aber kann ich das Ruder noch mal rumreißen? Was ist hier unten? Oh, wer bist denn du? Hallo Krähe, du siehst aus wie jemand, der Menschen immer hilft und keiner Seele etwas zuleide tun würde. Ja, natürlich. Es werden dringend neue Pestärzte gesucht. Ach, das soll so eine Pet-Doktor-Pest-Maske sein. Aber es ist schwierig, jemanden zu finden, der diesen Job machen will. Ich verstehe aber nicht, warum. Meistens geht es doch bloß darum, Pilze zu suchen. Und man darf sich sogar wie ein Freak ansehen. Sag mal, Krähe, das klingt doch nach deinem Geschmack. Willst du es mal versuchen? Finde orangefarbene Pilze, finde gepunktete Pilze, finde Nachthimmelpilze, finde Schlammpilze. Ich habe verschiedene Pilze schon gesehen. Guck mal hier, warte mal, zählen die auch? Jetzt bleib doch mal ruhig, ja. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich hatte hier irgendwo noch andere gesehen. Das sind die Helme. Oder? Wo war denn das? Wo war denn das? Das war doch irgendwo am Flussufer. Da, guck mal. Achso, einfach nur finden, ja? Wenn ich schon mal hier oben bin. Ach, hier geht's nicht weiter. Okay. Ja, okay, 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 okay. Jaha, jetzt. Och, Mensch. Was ist eigentlich in dieser Truhe? Kann ich da dran? Was habe ich denn da jetzt im... Ach so, das war der Boden aus dieser Truhe. Guck mal, eine Banane. Nam, nam. Gut. Geht das auf
mit den Sachen, ne? Nein. Das waren Nachthimmelpilze. Jetzt brauchen wir Schlammpilze und orangefarbene Pilze. Hallo Pferdchen. Nein, ich kann nicht aus der Karte raus. Cookie mal hier. Und Schlammpilze. Was sind Schlammpilze? Wie macht denn hier die Geräusche eigentlich? Zählt irgendwo Fischis? Okay, außerhalb des Erreichbaren. Ich brauche Schlammpilze. Oh. Ja, alles gut. Ich will euer Banner noch nicht. Ich möchte erst Schlammpilze. Das sind Fliegenpilze. Also das Einzige sind doch diese Dinger hier. Aber das nimmt er irgendwie nicht. Das hier sind Blümchen, keine Pilze, ne? Schlammpilze. Ich sehe noch. Was ist das? Nee, das ist. Oh, ein Paket. Warum nicht das hier? Das sind doch Pilze. Was ist denn hier passiert? Ich sehe keine Pilze mehr. Schlammpilze. Was sind Schlammpilze? Das hier? Ja. Aha. So. Naja, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch das Banner zu stehlen, ne? Kam leider nicht wieder zurück mit der Gunst. Na! Ah! Ah! Nein, ich will nicht den. Was habe ich denn den Pfeil? So. Bring es zum Katzenkönig. Kann ich das denn trotzdem zu dem anderen Kerl bringen? Wenn er nicht angezeigt wird? Egal, wir haben ja schon einmal Frieden gemacht. Ich habe dir schon deine Truhe kaputt gemacht. Aha. Jemand bringe mir ein kleines Schmeckerchen Käse. Es wird Zeit, dass der König seinen Sieg feiert. Ich glaube nicht, dass so Krieg funktioniert. Die Hunde fliehen in die kalte Dunkelheit der Minen. Na? Ihr Bauernhof wird zur Asche verbrannt. Das muss doch nicht sein, kann man doch auch nutzen. Dieser Kerl ist immer noch verbannt. Oh, im Turm, weil er traurig ist und nervt. Oh, warum nervt er denn? Ohne den Bauernhof gibt es kein Essen. Tja. Aber der Katzenkönig nährt die Lebensgeister seiner Untertaten mit der Kraft des Interpretationstanzes. Stand da Interpretation? Mit Tanz. Zieht im Fantasy gleich den Sieg für die Katzen. Ah, jetzt müssen wir eigentlich auch den Sieg für die Hunde auch noch machen, ne? Ich weiß, ihr wollt das sehen. Ich trinke nur noch einen Schluck Kaffee und dann machen wir das. Meow.
Nein. Lass mich in Ruhe, wir haben keine Zeit. Das ist meine Karte. Hallo, geh runter jetzt da. Ja. Wo geht eigentlich auf den Apfel? Oder, nee, den kann ich nur essen, ne? Ja, der wird nur gegessen. Okay. Jaha, ist ja gut. Jetzt muss ich das erst gießen. Ah, ja, gut. Ja. Wo war der Eimer? Achso, die Katzen haben den Eimer. Die Katzen haben den Eimer. Nee, ich wollte doch gar nicht die... Kann ich auch einfach Katzunien anzünden? Huch! Das war der falsche Knopf. Ja, vielen Dank. Oh, die Pflanzen. Oh ja, alles ganz toll. Hier, guck mal für dich. Oh, für mich. Oh ja. Das knusprig. Oh, mein Bäuchlein tut nicht weh. Oh ja, wie toll. Na? Achso, jetzt soll ich wieder die blöden Pilze suchen, aber ich gehe noch da oben die einsammeln. Und ich gehe einfach nur abrasen hier. Ja, ja, du armer, armer Hund. Flieg! Flieg, kleine Krähe, flieg! Die Magazine, die man sollte sich bei den dummen Pferden stoßen. Okay, ach so, den hatten wir schon. Okay. Unterwegs suchen wir die Pilze. Da oben. Oh, das ist ein bisschen tricky jetzt. Sie schießen ja auch auf mich. Putsch. Zack. Ich bin immer besser mit Zielen, ja. Zack. Und ich werde nicht getroffen. Ah. Zack. Und. Ja. Yeah. Pilz. 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 Oh, der Hunder ist not amused. Wo war der Pilz da? Und nun? Achso, das hätte ich vielleicht am Anfang tun sollen. Du schießt hier nicht auf mich, ich muss hier was erklären. Hallo, König. Ja, du möchtest den Brief, du möchtest aber... So, bringe den Brief zum Turm des königlichen Vorlesers. Oder nach da oben, ne? Das Geheimnis. Ja, genau. Nordwald. Ah, Mist. Ist das jetzt da oben? Du? Hä? Was ist denn mit dir? Du? Ein Brief, der für den Clown in der Burgstadt bestimmt ist.
offenbart Geheimnisse, die das Blatt in diesem Konflikt wenden könnten. Du hast dich entschieden, ihn stattdessen zu uns zu bringen. Sag nichts weiter. Ich erkenne eine Freundin, wenn ich eine sehe. Du gehörst jetzt zum Rudel und wir kümmern uns immer um unser Rudel. Sag mal, hast du Lust auf einen schönen Knochen? Ich lasse den Koch wissen, dass du dir zuerst etwas zum Beißen aussuchen darfst. Leider gibt es noch mehr Aufgaben zu erledigen. Da war aber nicht mehr. Sprich mit dem anderen, mit den anderen Hundis, hilf uns, diesen Krieg zu gewinnen. Wieso muss ich jetzt dauernd aufstoßen? Das ist ja furchtbar. Unsere gefiederte Freundin hat das Blatt gewendet. Es ist fast Zeit. 3 Wuffs auf mein Kommando. Wuff, wuff, wuff. Wir müssen diesem Kasper die Krone vom Kopf reißen. Ohne sie wird ihm niemand mehr als König anerkennen und die Katzen werden das Weite suchen. Okay. Kann ich trotzdem noch die beiden Katzis hier ansprechen? Nur der Vollständigkeit halber. Genau, habe ich das noch nicht gemacht? Da ist ja eine. Okay. Gut, aber Straßenküste. Okay. Wir machen das einfach alles so nochmal mit. In Hoffnung, dass dann alles so gemacht ist mit allen Sternchen. Und hier ist gar kein Rennen dieses Mal, ne? So, kack auf die Hundesoldaten. Achso, hier. Wir sind ja jetzt Freunde, da darf man sich ja auch mal... Nee, das sag ich nicht. Stiehl die Katzenkrone. Ja, ist ja gut hier. Stellt euch mal nicht so an. Hört. Jetzt noch das Höhlenmonster danach nochmal. Ich den Fisch mit meiner Fackel braten. Guck doch mal, das müsste doch eigentlich hier. Guck mal, ich mach doch mach Bratfisch draus. Gut. Anscheinend nicht. Hier. Kann ich nicht. Geht nicht, okay. Weil er schon satt ist. Jetzt die Krone. Ich hätte hier gern noch einen Kron gehabt. Nee. Wohin? Bringen wir sie ins Hundelager. Okay. Die, oder? Ja. Das Tal gehört uns, Leute. Sieg. Au. Der Katzenkönig und seine Ritter entkommen auf einem Boot, während die Katzenbauern in die kargen Hügel fliehen. Die Burg wird in einen Kerker verwandelt, wo Knochen, Socken und andere stinkende Schätze vergraben werden. Okay. Die Hunde verkünden, dass niemand mehr in die Schule gehen muss. Oh. Und ohne Schule können die Hunde den ganzen Tag lang Ball spielen. Sieht aus, als hätte er nur so ein Kostüm an, ne? Doch schon bald darauf gibt es keine Ärzte und Zahnärzte mehr. Und nur ein einziger Hund im Tal ist des Lesens mächtig. Narrenkappe. Das Ende.
Drei Sternchen. Ja, ich habe alles. Yay. Ich dachte, warum sind denn nur zwei Kreise grün? Das ist nur der Hintergrund. Es ist abgeschlossen. Und nur einmal schauen, was hier... Ist das ein Friedhof? Bastelwelt. Nein, okay, es ist kein Friedhof. Jetzt können wir dahin gehen oder zum Mond. Gut. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr als nächstes hingehen wollt. Zum Mond oder in die... Stand da wirklich Bastelwelt? Habe ich nie wieder verlesen. Bastelwelt. In einer Welt aus Papier und Garn ereignet sich ein schreckliches Unglück. Kannst du die Welt wieder zusammenflicken? Okay. Oder der Mond. Was stand da? Bügel auf dem Mond. Okay. Also, Mond oder Bastelwelt. Ihr könnt wählen. Dann sind wir jetzt durch. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.